Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Amnesty Aktuell. Ich bin Hans und ihr hört uns heute live hier bei Radio Dreieckland. Wir nehmen Rassismus persönlich. Das ist das Motto der laufenden nationalen Kampagne von Amnesty International. Schwerpunktmäßig geht es da um rassistische Angriffe gegen schwarze Menschen und brennende Flüchtlingsunterkünfte. Wir schauen uns das Thema heute von ein paar anderen Seiten an und haben Beiträge zur Situation in Ungarn, Deutschland und den Vereinigten Staaten vorbereitet. Und wir starten auch gleich mit unserem ersten Beitrag. Unser Redakteur Rob hat sich auf das Thema Rassismus bei der deutschen Polizei vorbereitet. Guten Abend, Rob. Guten Abend. Was hast du denn heute für uns? Also ich habe heute Abend den Sprecher der Themenkoordinationsgruppe Polizei, den Philipp, am Telefoninterview da. Und ich würde vorschlagen, wir starten direkt. Super. Hallo Philipp. Hallo. Wir freuen uns, dass du heute da bist. Ja, gerne. Was kannst du uns denn über deine Gruppe erzählen? Wer seid ihr und was macht ihr? Ja, wir sind die Gruppe innerhalb der deutschen Sektion von Amnesty International, die sich mit dem Thema Polizei beschäftigt. Die Gruppe selbst besteht aus Polizeibeamten, Kriminologen, Dozenten von Polizeihochschulen, aber auch Mitarbeitern von Abgeordneten, Politikwissenschaftlern und Juristen. Wir als Gruppe waren zum Beispiel maßgeblich an der Amnesty-Kampagne Täter unbekannt, mehr Verantwortung bei der Polizei beteiligt, wo es vor allem um Straflosigkeit bei polizeilichen Fehlverhalten ging. Ansonsten, so im Alltag recherchieren wir zu Polizeithemen, beraten Opfer von mutmaßlicher Polizeigewalt, halten zum Beispiel Vorträge über Polizei und Menschenrechte oder stehen als Sachverständige im parlamentarischen Prozess zur Verfügung. Das machen wir so. Okay. Das ein relativ aktuelles Thema ist die Silvesternacht. Da ging es immer wieder um den Begriff des Racial Profilings. Kannst du uns das mal näher bringen? Ja, die Racial Profiling-Frage ist gerade jetzt nach Köln natürlich sehr akut. Racial Profiling oder auch Ethnic Profiling beschreibt eine Ermittlungsmethode, die zum Beispiel nur auf die Hautfarbe abstellt und bei der dann Menschen kontrolliert werden, nur weil sie zum Beispiel eine schwarze Hautfarbe haben. Diese Form der Ermittlung ist in Deutschland rechtswidrig. Das haben Verwaltungsgerichte immer wieder festgestellt. Auch das Bundesinnenministerium hält diese Praxis zum Beispiel für die Bundespolizei für rechtswidrig und sagt, dass sie nicht stattfindet. Gleichwohl sind in der letzten Zeit eines mit der Sache befassten Anwalts in Deutschland etwa ein Dutzend diesbezüglicher Verfahren vor Gericht noch anhängig und auch die Rückmeldungen von anderen Betroffenen, die wir sichten, deuten darauf hin, dass das immer noch gängige Praxis ist. Okay, also es scheint, dass das gemacht wird, weil die zugrunde liegende Annahme ist, dass Ausländer vermehrt Straftaten begehen. Ist das richtig? Ja, genau. Die Idee des Racial Profiling beruht tatsächlich auf dem Gedanken, dass dies eine vermeintlich effektive Ermittlungsmethode sei, weil Ausländer häufiger Straftaten begehen würden. Dazu muss man aber sagen, dass Ausländer nur häufiger in der Statistik auftauchen. Das hat verschiedene Gründe, zum Beispiel eine ungleiche Stadt-Land-Verteilung von Ausländern und Deutschen oder dass Ausländer häufiger arm und arbeitslos sind, aber zum Beispiel auch, dass sie häufiger kontrolliert werden. Wo ich mehr kontrolliere, finde ich aber auch mehr. Okay, das macht Sinn. Wir haben im Vorfeld kurz über Birmingham gesprochen. In Birmingham schien ein anderes Verfahren der Kontrolle angewendet worden zu sein. Kannst du das uns kurz näher bringen? Ja, die englische Polizei im Bezirk West Midlands, das ist Birmingham und das Umland, hat auf das Racial Profiling verzichtet und die zu Kontrollierenden nach anderen Maßstäben ausgewählt. Das hat am Ende dazu geführt, dass man mit weitaus weniger Kontrollen weitaus mehr Tatverdächtige als früher festgestellt hat. Dazu muss man sagen, das Racial Profiling ist keine wirklich effektive Ermittlungsmethode, sondern eine Ressourcenverschwendung. Selbst wenn man sich die nackten Zahlen der Kriminalitätsbelastung anschaut und die Zahlen dann einfach mal umdreht, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass etwa 99% der Deutschen jedes Jahr nicht in den Verdacht geraten, sich strafbar gemacht zu haben. Das gilt aber auch für etwa 97% der Ausländer. Theoretisch ist das dann eine Effizienzsteigerung so um die 300%. Praktisch ist es aber immer noch ein ziemliches Gestocher im Nebel. Im Ergebnis sind also Schutz der Menschenrechte auf der einen Seite und effektive Polizeiarbeit auf der anderen Seite kein Widerspruch. Okay, können wir davon ausgehen, dass dieses Racial Profiling lässt es einen Rückschluss darauf zu, dass es innerhalb der Polizei Rassismus gibt und dass es deshalb vermehrt gemacht wird? Das Thema ist schwierig, denn wir haben dazu keine wirkliche empirische Forschung. Die Polizei ist in diesem Bereich so eine Art Blackbox für uns. Der frühere GdP-Vorsitzende Konrad Freiberg hat in einem Interview zu dem Thema mal gesagt, dass die Polizei ein Abbild der Gesellschaft ist und es somit auch den einen oder anderen Rassisten in den Reihen der Polizei gäbe. Das ist allerdings so nicht ganz richtig, weil die Polizei nur bedingt ein Abbild der Gesellschaft ist. Bestimmte Bevölkerungsschichten finden sich zum Beispiel eher selten bei der Polizei wieder. Das betrifft zum einen Menschen mit Migrationshintergrund, die immer noch deutlich unterrepräsentiert
unterrepräsentiert sind oder auch Frauen, wobei in den aktuellen Ausbildungsjahrgängen dort auch schon weitgehend eine 50-50-Verteilung besteht. Anders würde man die Ausbildungsklassen auch nicht mehr voll bekommen. Es ist insofern schwer, hier Rückschlüsse von der Gesamtbevölkerung herzuziehen. Es gibt zu dem Thema eine einzige Studie aus dem Jahr 1999, die aber von den Ergebnissen her etwas schwer zu interpretieren ist. Dort kommen allerdings die Autoren zu dem Ergebnis, dass mindestens 15% ein verfestigtes fremdenfeindliches Weltbild haben bei der Polizei. Dort wurden dann zum Beispiel bei der Frage, weswegen Ausländer nach Deutschland kommen würden, als Antwort angegeben, dass sie ausschließlich wegen Asylbetrugs hierher kämen, also um damit Geld abzugreifen. Hier waren knapp 30% der Polizeibeamten der Ansicht, dass dies vollumfänglich und ohne Einschränkungen zuträfe. Etwa 24% der Polizeibeamten waren der Meinung, dass Ausländer auf gar keinen Fall bei der Polizeiverwendung finden sollten. Man würde sich in diesem Feld schon mehr empirische Forschung wünschen, allerdings müssen solche Studien letztlich dann auch durch den entsprechenden Dienstherrn im Fall der Polizei dann durch Land oder Bund genehmigt werden und man scheint da kein gesteigertes Interesse an entsprechenden Ergebnissen zu haben. Okay, super, vielen Dank. Rassismus bei der Polizei, eine sehr interessante Angelegenheit. Gerne. Ich danke dir für das Gespräch. Kein Problem. Ciao. Tschüss.